Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Wir sind wieder hier und wir betreten jetzt in wenigen Sekunden die Nordgoldmine von Searchlight. Jawohl. Während meine Stimme sich gerade verabschiedet. Ich bin heute offizieller PayZ-Imitator. Was ist das denn hier? Geil. Was war denn da? Oh, Puntje. Oh, Puntchen sind geil. Glaube ich. Hab ich noch nie gegessen. Keine Ahnung, aber sie sind geil. Sie sind nahrhaft und gesund. Haus der Kojote-Mine, hey. Mal schauen, was sich hier so befindet. Kurz speichern. Ah, ein Sofa. Ja. Okay. Genug ausgeruht. Lasst uns schauen, was wir hier drinnen finden. Ein Hammer, den wollte ich eigentlich gerne mitnehmen, aber... Naja, haben wir auch endlich mal einen Hammer in der Hose. Da haben wir noch Dosen. Einen Kühlschrank. In den Kühlschränken hier ist grundsätzlich immer was drin. Und da beschweren sich die Leute immer, sie hätten nichts mehr zu fressen in der Apokalypse. Ha! Alter! Hui! Ich glaube, ich bin gerade gekommen. Geil! Eine Metallpfanne. Danny Boy Äpfel. Was ist das? Ach, ist das ein Luftdruckmessgerät? Keine Ahnung. Oh, eine Waffe. Ein Luftgewehr, willst du mich verarschen? Kein Wunder, dass hier niemand mehr ist. Mit einem Luftgewehr kommst du auch voll weit gegen Skorpione, riesige Teufelskrallen. Todeskrallen heißt sie, nicht Teufelskrallen. Oh nein, ich habe ihren Namen vergessen. Sie werden mich heimsuchen. Wie gut, dass ich kein Heim habe. Gott, ist das ekelhaft. Dieses Rumgeschleime, Alter. Dass der nicht auf seiner eigenen Schleimspur ausgerutscht ist. Was war denn da? Ich halte schon die Luft an. Okay, es musste nicht. Beruhig dich, Mann. Eine Kaffeekanne. Ein schönes Hochbett. Ein Seesack. Mit enttäuschendem Inhalt. Was hat ein Kissen? So ein vollgeschmiertes. Das kannst du wahrscheinlich in der Mitte auseinanderbrechen. Okay. Gut. Jetzt aber auf zur Mine. Auf und davon. Mit Chip, Chip, Chip und Chap. So. Da vorne ist Camp Searchlight. Beziehungsweise ganz da hinten. Hä? Ah, hier. Searchlight Nordgoldmine. Geil. Mal gucken. Wo ist denn hier der Eingang? Hilfe. Hilfe. Wo ist der Eingang? Ach, hier. Ich speichere mal. Mal gucken, ob da wieder Vipern drin sind. Oder welche Gruppierung uns hier erwartet. Vielleicht ein paar Todeskrallen. Vielleicht ein paar rennende Penisse, wer weiß das schon. Ich gehe links lang. Rechts ist nicht so mein Ding. Das wäre doch perfekt für ein Wahlplakat, oder? Das sind Zombies. Und das nicht zu wenige. Hallo. Ah. Tschüss. Merz, kommt sofort. Schlaf schön, du Bastard. Ah, ich höre sie schon. Kauchzen? Ah, wo sind sie denn? Da sind sie. Ja, sie waren noch nie die Schlausten. Cass, du bist dran. Au! Eine Revanche. Wie er mich noch anschreit und dann umfällt. Und dann platzt ihm der Kopf. Super. Hammer. Och geil, guck mal. Mit viel Fantasie sieht das aus wie ein gequetschter Schädel. Von so einem Skelett oder so. Ja, Tobias, natürlich. Nimm weniger von deinen Drogen und dann passt das schon. Dann sind wir alle glücklicher. Oh, ein schwer verschlossenes Schloss. Das kriegen wir zum Glück noch gerade hin. Nein. Ja. Schon ist die eine Haarklammer, die wir gerade vorhin gefunden haben, für den Arsch. Flöpp. Hallo.
Wieder so eine kuriose Mine. Die sieht fast genauso aus wie die, die wir vorhin besucht haben. Diese Coyote-Mine, also für mich vorhin, vor euch gestern. Nur diesmal zum Glück ohne irgendeinen komischen Prospektor, der hier rumläuft. Warum heißen die nicht Prospektoren? Machen die jede Woche das Wochenendplättchen, wo man sieht, welche Angebote in den ganzen Geschäften sind? Einkauf aktuell heißt das bei uns. Weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt, wenn ja, wie es das heißt. Beziehungsweise wie das heißt, hinter der Wand hier sind Feinde. Doch zum Glück bleiben sie dort, wo sie sind. Die holen wir uns aber. Gibt's eigentlich von jeder Kreatur in Fallout eine legendäre Version? So ein legendärer Ghoul, gibt's das? Würde mich mal interessieren. Oder einen legendären Mr. House. Vielleicht mal einen, der sich wehrt. Ah, Tupi, du bist aber heute ganz schön gemein, aber... Das macht man nicht. Oh, hi! Es zerfetzt ihm die Schädeldecke. Ich konnte nichts mehr für ihn tun. Er starb eines grausamen Todes. Zuckerbomben! Warum stehlen? Das gehört doch niemandem. Hä? Weil ich das dem Zombie geklaut habe oder was? Guck mal, Cass, was du hier von der Sauerei gemacht hast, Mann. Finde ich nicht gut. Oder lebt hier unten vielleicht doch noch jemand? Aber wer? Oh. Nein. Auf den Kopf. Sehr gut. Er hatte mich fast niedergeringt. Doch er blieb an einer Lampe hängen. Mich juckt's. Ah, warte. Ah, geil. So, kennt ihr dieses entspannende Gefühl, wenn man sich kratzt? Hey! Oh, ich gerade gar nicht brauch. Mann, Cass, du bist scheiße. Und irgendwie doch so zuvorkommend. Oh. Tote Prospektorin. Okay. Wir sind zu spät. Sie ist tot. Schlüssel zur Searchlight Nordmine, hä? Was? Oh, Dynamit. Schon wieder. Schmutziges Wasser. Vielleicht geben uns die Waffenschieber ja was für das Dynamit. Weiß ich ja nicht. Mal gucken. Aber warum genau haben wir jetzt den Schlüssel gefunden? Searchlight Nordmine. Oh, 5 Rotkorken. Geil. Warte mal, haben wir die nicht schon längst entdeckt? Ostgoldmine, Mine, Scharfschützen. Das ist die Nordgoldmine. Wegelagerer Unfall. Was? Lucky Jim Mine. Ich hab doch hier in der Scheißhöhle bestimmt wieder irgendwas übersehen. Was ihr jedoch gesehen habt. Ich überlege gerade, wo war denn dieses Megaschloss, was wir gerade nicht öffnen konnten? Also dieses 100er Schloss. Das war hier irgendwo, ne? Oder war das in der letzten Folge und wir waren in der Coyote-Mine? Ich weiß es gar nicht mehr, Mann. Wie kann man nur so vergesslich sein? Ich laufe die Höhle hier nochmal ab zur Sicherheit. Ich habe das Gefühl, es wäre hier gewesen. Aber hier waren wir eigentlich. Genau, da vorne waren wir. Aber da war doch nichts, oder? Oder war da was? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ey. Ich hab voll das Hasenhirn, Mann. Nee. Das war dann wohl doch nicht hier. Aber für was ist der Schlüssel? Ich guck grad mal. Vielleicht steht da ja was dabei. Hülse, Hülse, die ganzen Hülse, die braucht doch keine Menschen. Braucht doch keine Männchen, nee. Kernspaltungsbatterie. Kann man das mal verkaufen, den ganzen Ranzen? Ich muss das mal aussortieren. Genau, die ganzen Hülse sind, wie gesagt, die braucht keiner. Nachtpirscherei. So, hier Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel.
Sergeant Teddy. Ja. Pulsreiniger, Alter. Auch geil. Bei Hilfsmittel wird er auch nicht dabei sein, oder? Nein. Keine Ahnung. Also wenn ihr wisst, für was der Schlüssel zur Nordmine ist, gerne in die Kommentare schreiben. Ich laufe auch gerne nochmal irgendwohin zurück. Wenn es dann von Vorteil ist, mache ich gerne, ist kein Problem. Mir fällt es jetzt auf die Schnelle nicht ein. Wo und für was wir nochmal einen Schlüssel gebraucht hatten. Habe ich da was gesehen? Ich krieg schon voll Paras, Mann. War da was? Ist da was? Ist da wer? Bockblumenhöhle. Ja, ich weiß es nicht. Ist jetzt eigentlich wasch, wo wir hingehen, ne? Gehen wir mal hier rüber und reisen, aber dafür hier hin. Weiß ich nicht. Zu Legion möchte ich gerade ehrlich gesagt nicht. Die mögen uns ja nicht mehr so. Was ich natürlich absolut nicht nachvollziehen kann. Ich meine, im Grunde genommen haben wir sie ja nur erlöst, ne? Cass, wo bist du? Ach, die wird schon gleich nachkommen. Die alte Trulla. Trulala, Trulala, Trulala. Hey, da ist irgendwo ein Gegner. Irgendwo ist da ein Gegner, wa? Ne. Leck mich. Leckt mich, ihr Pisser. Ihr kriegt mich nicht lebend. Oh, Cass schießt natürlich direkt wieder drauf. Das war mir klar. Alles gut, die lenkt ihn ein bisschen ab. Das ist perfekt. Na, mach du ruhig, Cass. Blöde... Ah, wie die mich einfach nur aufregt manchmal. Wo sind wir hier denn? Sieht auch irgendwie interessant aus hier, ne? Muss natürlich aufpassen, dass wir nicht nach Cottonwood Cove rennen. Das ist doch genau das, was sie wollen. Diese Legion-Schweine. Sie wollen uns am Abgrund sehen. Doch wir flüchten. Wohin eigentlich? Hierhin. So, ist die Cass dabei? Yo, Cass, grüß dich. Bro. Dann holen wir uns erstmal hier die... Hier die ganzen Dinger, die wir noch mitnehmen müssen. Da sind ja auch noch zwei, drei Ortschaften quasi. Bevor wir dann, wie gesagt... Oh, ein Fernglas. Danke. Bäh. Bevor wir dann, wie gesagt, in der nächsten Folge mit dem ersten DLC beginnen. Und der Krieg geht weiter. Alter. Wer ist denn das? Es riecht nach Legion. Gucken, ob wir die noch irgendwie auf den Schirm kriegen. Speicher mal. Damit, falls mir das zu bunt wird, ich wieder wegrennen kann. Tatsächlich, es ist wieder Legion. Dass die Pisser überall immer dabei sein müssen. Dann gehen wir erstmal hier runter. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ihr elenden Bastarde. Okay, jetzt probier's gar nicht erst. Komm, wir rennen zurück ins Lager. Und versuchen dort nach Schutz zu suchen. Nein, wir kommen da nicht mehr hoch. Niemals! Das ist doch scheiße. Ihr kriegt mich nicht lebend. Hab ich heute schon mal gesagt, ne? Scheiße. Boah, da geht's ganz schön tief runter. Ne, da kommen wir nicht mehr hoch. Fuck. Ich könnte natürlich, warte mal. Ich lade einfach. Ganz ehrlich, wir haben jetzt schon so oft gegen Legion-Attentäter gekämpft, ne? Irgendwann bin ich des Kämpfens müde. Und komme hier aber auch nicht mehr hoch. Doch. Ich will da ja eigentlich aber auch gar nicht hoch. Ich möchte ja da unten hin. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ich glaube, wenn man... Das heißt ja jetzt nicht, dass die jetzt hier wieder sind, ne?
Ich glaube, das ist immer zufallsgeneriert. Auch wenn man speichert und dann neu lädt, ist das immer zufallsgeneriert. Das ist ganz gut. Und dann fängt er. So viel zu dem Thema. Oh, komm, das geht aber schnell. Ich bin tot. Wie er da liegt. I'm done. Was? Was hast du für eine Krankheit? Ach Mann, das nervt mich doch jetzt. Wenn wir hier hingehen und dann da oben runterlaufen und dann da ein bisschen rumgucken. Mein Gott. Hä? Ach so. Na klar. Ist ein Vipernlager, ne? Die mögen uns ja nicht so. Kein Ding. So, mal gucken, was die dabei hatten. Metalllöffel, Wetzstein, Patronen nehmen wir natürlich gerne. Vor allem jene Kronkorken sind gerne gesehene Gäste. Ein Banana-Bandana. Aber hier war doch noch irgendwo einer, der sich Bronzebeard-Style-mäßig mit dem Messer angeschlichen hat. Da ist er. Kreuzsches Altmetall. Mein Ohr juckt. Warte. Geil. Okay. Wo wollen wir hin? Wo geht das lang? Da geht das lang. Waren hier nicht irgendwo die Todeskrallen? Muss man auch ein bisschen aufpassen. Fancy Lady. Dieses Kind, Alter. Nicht geil. Ganz und gar nicht geil. So, dann würde ich jetzt mal schwer behaupten, wir gucken uns jetzt noch eine Blähfliege, ernsthaft? Wir gucken uns jetzt noch diesen galaktischen Wegelagerer-Unfall an. Und dann, ja dann, liebe Freunde, ist diese Folge auch schon wieder vorbei. Und wir starten dann in der nächsten Folge Dead Money. Ich sag das jetzt die ganze Zeit schon, weiß gar nicht, ob das der erste DLC war, ich meine aber schon. Ich glaube, Dead Money war der erste DLC für Fallout New Vegas. Und dementsprechend starten wir den dann auch. Ist das hier das, was wir suchen? Pam. Hallo, alte Blähfliege. Was machst du denn da? Perfekt. Ein zweites Arschloch geschossen. Wir speichern mal. Ich weiß nämlich nicht, was hier gleich passiert. Oder ob das schon alles war. Scheinbar schon. Ui, was haben wir denn da alles? Mikrofusionszellen, Kronkorken, Stimpack. Stimpack. Ich brauch was mit mehr. Was denn? Bums. Ernsthaft? Ach, das kann doch nicht sein, ey. Ach, Freunde. Es ist scheinbar mal wieder soweit, ne? Ich glaube, es ist egal, wo wir hingehen. Die werden uns nachkommen. Und sie werden sterben. Pam. Okay, das bringt gar nichts. Das bringt einfach nichts. Mir ist auch egal, mit was für einer Waffe ich auf die schieße, beziehungsweise... Ich könnte es mit dem probieren. Oh, ich bin fast tot. Oh. Es ist so bescheuert, dass man nicht... Dass man nicht nachladen kann. Dass man den Dings nicht aufmachen kann, während man gerade eine Waffe rausholt. Ich meine, irgendwie macht's schon Sinn. Ja. Ich nehme einfach alles mit hier, komm. Alles eingepackt. Und dann weg hier. Bevor die wiederkommen. Wir sind auf der Frucht... Auf der Frucht? Wir sind auf der Flucht, liebe Freunde. Vor der Legion. Und wir werden uns Schutz suchen in der nächsten Folge. Im... Download-Content. Mann! Leck mich! Danke, Cass. Hat mich markiert. Oh, sie sind da. Verdammt. Wir sind auf der Flucht vor der Legion. Und ich hoffe, dass wir es schaffen zu flüchten. Und ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge dann Dead Money starten können. Der erste DLC von Fallout New Vegas. Bis dahin.
Alter Schwede, wir sind immer noch auf der Flucht vor der Legion, die uns mal wieder den Tag versauen will. Es kann doch ehrlich gesagt nicht sein, dass ständig diese Kack-Legion auftaucht. Das finde ich ein bisschen blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich meine, storytechnisch haben wir ja schon längst Caesars getötet. Es macht natürlich Sinn, von dem Sinn her aus, dass sie halt eben Rache üben wollen an uns. Aber ganz ehrlich, so viele Veteranen von der Legion gibt es doch eigentlich dann gar nicht mehr, oder? Naja, keine Ahnung. Was weiß ich. Auf jeden Fall nervt es ein bisschen, ist aber nicht schlimm. In der nächsten Folge gibt es dann Dead Money. Der erste von, ich glaube, 5 DLCs für Fallout New Vegas. Hoffe, du bist dann auch wieder mit dabei. Bis dahin.